Heute war natürlich, hat Uli Hoeneß sein Statement abgegeben, er will nicht in Revision gehen. Was sagst du dazu? Für mich ist das klar, dass er das lieber so auf sich nimmt jetzt. Weil ich nehme an, dass da noch mehr rauskommt und das würde vereinschädigend werden. Tippe ich drauf. Da ist ja so solche Summen im Raum, die kann er gar nicht schreiben. Die kann er nur noch mit seinem Taschenrechner berechnen. Also ich nehme an, dass da noch was am Laufen gewesen wäre, was gegen Bayern München geht. Machen jetzt natürlich die anderen Leute, die recherchieren, aber er ist da erstmal raus. Er nimmt das in Kauf. So, wenn er jetzt die Haftstrafe antritt, das ist dann, kriegt er 2/3, dann ist er in 2 Jahren wieder raus. Und dann Freigänger und alles so. Die werden da schon was mauscheln, da bin ich vollkommen überzeugt. Audi, die ganzen großen Firmen, das ist einfach nicht mehr tragbar, das geht nicht. Wie willst du das denn machen? Oder nee. Sie hängen alle zusammen drin, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Also ich traue den Leuten da nicht über den Weg. Richtig, wenn das bei denen passiert wäre, der Allianz, Audi oder so, ne? So ist das, dann wäre sofort, hätten die den Kopf kürzer gemacht, hundertprozentig. Aber da sind sie alle beteiligt, wer weiß das, was doch alles noch rauskommt. Ja. TV Total guckt hier heute Abend auch bei uns wieder rein. Du kannst dich ja nochmal grüßen, die ganze Crew da. Ja, natürlich, ich möchte auch grüßen. Tobias, ja. Stefan, ja sowieso, ja. Jana und das ganze Team war toll. Super. Ich bin begeistert.